So, wir befinden uns jetzt hier in der Odermannstraße, unweit des Nazizentrums, wo wir uns darum bemühen wollen, dass dieser Schandfleck für diese Stadt endlich verschwinden. Wir fordern nach wie vor Schließung des Nazizentrums und ich bitte jetzt ans Mikrofon den ehemaligen Superintendenten der Stadt Leipzig, Friedrich Magirius, ein, wie ich meine, engagierter Bürger, der sich stets und immer hier für liberale Weltoffenheit und gegen Rechtsextremismus engagiert hat. Friedrich Magirius. Liebe Freundinnen und Freunde, ganz herzlichen Dank, dass ihr alle an diesem Abend dabei seid, denn dieser 8. Mai sollte für uns alle, für mich auf jeden Fall, ein Tag der Befreiung sein und bleiben. Ich will es ganz persönlich schildern. Wenige Wochen vorher war ich in Dresden als ein 14-Jähriger hingeschickt, um zu helfen. Und über uns brach das Haus zusammen. Und wie ich da rausgekommen bin, weiß ich bis heute nicht. Und durch die brennende Stadt. Und in den Wochen danach habe ich nicht nur einmal mich flach hinschmeißen müssen, weil die Flieger über uns brausten. Für mich ist das der Tag gewesen, an dem zum ersten Mal keine Bombe fiel, kein Schuss fiel. Und darum bin ich grundsätzlich ein Freund des Friedens und gegen alle Gewalt und gegen alle immer wieder neue Aufrüstung. Weil ich meine, an dieser Stelle müssen wir zusammenhalten. Und wenn ich an die Rüstungsexporte denke, von denen wir hier unseren Wohlstand hernehmen, ist mir es sauschlecht. Ich möchte aus zwei Bereichen meiner zurückliegenden Arbeit Beispiele nennen, warum mir das so wichtig ist, hier zu stehen. Ich habe jahrelang gearbeitet für einen Kreis, den viele noch nicht kennen, aber der für mich Lebensinhalt geworden ist, Aktion Sühne Zeichen. Das war eine Gruppe, die überlegt hat, dass alles, was da geschehen ist in dieser Nazizeit, können wir nicht wieder gut machen. Wer tot ist, ist tot. Aber wir können anfangen, mit Menschen zu reden, umzudenken. Und das ist leider bei einer großen Anzahl von Menschen, die damals in der Nazi-Zeit sich haben anstecken lassen und begeistert mitgelaufen sind, weil sie alle mitgelaufen sind, die waren nicht Opfer, die waren Täter, nicht passiert. Und wir haben versucht, nicht nur mit ein paar Worten, sondern mit praktischer Hilfe was zu tun, Brücken zu bauen zu den anderen Menschen. Die DDR hatte dafür leider keinen Sinn. Die waren mit einer Parole dabei, die sagen, wir sind alles kommunistische Bruderländer, für uns ist das alles gelaufen und die Schuldigen sind nur im Westen. Glaubt ihr das? Leider, leider ist auch unter uns der Antifaschismus zwar gefordert, aber nicht gelebt und praktiziert worden. Und darum ist mir das ganz, ganz wichtig, dass in den Köpfen die Trümmer weggeräumt werden, die Schäden des Krieges, die man ja immer noch da und dort sieht. Dass das Umdenken an Alt und Jung wirklich ansetzt, warum wir hier stehen, wofür wir stehen und wogegen. Und so habe ich ganz wunderbare Erfahrungen gemacht. Eine jüdische Überlebende, Irma Lajarova, die Theresienstadt überlebt hat und Lehrerin war, in dem Ghetto von Theresienstadt all die Jahre und die Kinder dort unterrichtet hat, hat sich nicht nehmen lassen, als ich schon so alt war, wie ich jetzt bin, unentwegt im Sommer zu den Gruppen zu fahren, in denen wir zusammen waren, um zu helfen, zu bauen, zu reparieren oder Krankendienste zu leisten. Das waren die Sommerlager der Aktion Sühnezeichen. Und wir haben vor einer Woche in Magdeburg an den ersten Einsatz gedacht, als wir dort Trümmer aus den Kirchen geräumt haben, als Sinnbild dafür, jetzt müssen die Trümmer beseitigt werden. Jetzt muss es Leute gehen. Und sie ließ sich nicht nehmen, zu den Gruppen von der Ostsee bis in den Thüringer Wald zu fahren mit mir
Kilometer weit und überall in den Gruppen zu berichten, nie wieder Gewalt, nie wieder Nationalsozialismus. Ganz gleich, welcher Weltanschauung ihr seid, wir gehören zusammen. Wir nehmen es als gemeinsame Aufgabe an. Und das andere Beispiel, es ist dann gelungen, als die Reisemöglichkeiten größer wurden, auch nach Polen und nach Tschechien und nach Slowakei und Ungarn zu fahren. Und wir haben von Mensch zu Mensch, nur so ganz klein geht das oft los, versucht wirklich den anderen zu entdecken, und aus dem Fremden, der uns nicht kannte, wurden Freunde. Das ist für mich das tiefgreifendste Erlebnis, dass Leute, die man kaum mit der Sprache zurechtkam, mit Händen und Füßen, aber eine gemeinsame Arbeit war immer möglich, da brauchte man keinen Übersetzer. Was zu enttrümmern oder was aufzubauen, das geht immer auch ohne Übersetzung, sind Freunde geworden, mit denen wir so tief verbunden sind, die uns dann auch, und da denke ich nur besonders an Polen, als wir selber wach geworden sind, wach gegen die alte Diktatur, zu sagen, wir haben euch hier ein Vorbild gesetzt. Masowiecki, der runde Tisch, das waren die ersten Schritte in Polen, wo es plötzlich losging. Und wir danken so für das, dafür, dass der polnische Bacillus auch zu uns übergegriffen hat und uns angesteckt hat und am Neuanfang die Demokratie auch bei uns die ersten Schritte gemacht hat, 89, 90. Und dafür stehe ich, dass wir diese Demokratie nicht nur mit vielen Worten begeistern, sondern ganz praktisch leben, von Mensch zu Mensch, und einer dem anderen etwas ganz Kostbares schenken, nämlich Vertrauen. Und ohne Vertrauen wird nichts werden. Und nur Vertrauen hilft uns im gemeinsamen Kampf gegen die, die nicht lernen wollen und die den alten Ungeist, man kann es nicht fassen, immer wieder neu hochziehen. Jede Schulgruppe, jede Seminargruppe, jede Gemeinschaft, in der Leute zusammenarbeiten, jede Gewerkschaftsgruppe, auch die so vornehmen Gruppen, die Rotarier und die Sonntags, wie sie alle heißen, da allen müsste überlegt werden, wie kommen wir voran mit dem Kampf gegen den Nationalsozialismus, der immer wieder seinen Aufstand feiern will. Wir brauchen ihn nicht, wir müssen ihn überwinden. NPD-Verbot, jetzt steht hier, es wird viel dazugehören, dass jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt, denn ohne uns bleibt es beim Alten, und wir können nicht in den alten Schlendrian zurückfallen. Wir müssen den neuen Geist unter uns ausbreiten.